Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge. Wie ihr im Titel schon sehen könnt, versuchen wir heute die Wood Sword Challenge, und zwar im Spielmodus Fight Club. Und es kann interessant werden. Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine positive Bewertung da, und ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Runde. So, wir sind jetzt auch in-game. Wir probieren das Ganze auf der Map-Variante nicht Final Fight, also nicht dort, wo man immer die gleiche Map hat, sondern hier auf diesen Maps, wo man, ja, also immer die verschiedenen Maps hat. Das Problem ist, ich muss erstmal am Anfang mit dem Eisenschwert fighten. Denn am Anfang kann man sich kein Holzschwert craften, weil der Typ, der erstmal eh, der läuft wie so ein, keine Ahnung, was der überhaupt jetzt hier generell macht. Ja, man hat nämlich dafür nämlich keine Zeit. Aber ich kann euch erstmal ein bisschen was zeigen. So, als erstes machen wir uns erstmal immer ein Power 2 Bow. Dass man den gebrauchen kann, ist ja, denke ich mal, klar. Jetzt müssen wir erstmal das Enchanting abdingsen. Prodgepot ist gar nicht so blöd. Denn wir müssen uns relativ viel auf den Bogen forcieren. Aqua Affinity ist dabei aber nicht so gut. Nochmal Plotspot, top. Ah, wir... Wow, ich habe gerade... ich habe ernsthaft vergessen, dass ich noch Wood Sword Challenge habe. Stark, dass es mir jetzt erst einfällt, dass ich mir einen Holzschild machen muss. Ja, man vergisst das nämlich auch ab und zu mal. So, natürlich müssen wir unser Holzschild ja auch noch enchanten. Da wird aber jetzt nichts Besseres als ein Sharp 1 drin sein. Generell, okay. Wir müssen jetzt mal ganz kurz ganz stark sein und das Ganze jetzt ohne. Ja, wir müssen jetzt einfach richtig viel mit dem Bogen spielen. So leid es mir tut, Digi. Aber ich muss mal ein bisschen gegen dich schwitzen. Ein sehr eklig Spiel mit dem Bogen. So, tut natürlich sehr weh, wenn er auch noch GRG im Namen hat. Wenn man einmal jemanden aus seiner Community ein bisschen boost werden muss in Fight Club. Aber wenn man ein unenchantetes unenchantetes Holzschwert hat, muss man das manchmal tun. So. Wir haben relativ viele Flaschen. Können uns jetzt erstmal ein, hoffentlich, ein Fire Aspect. Ja, warum denn nicht? Man kennt es ja. Fire Aspect, ganz normal, Fire Aspect Wood Sword. Macht man sich das öfter mal. Also das habe ich echt noch nie gehabt. Ein Fire Aspect auf dem Wood Sword. Das ist schon Premiere. So, machen wir uns mal noch ganz schnell einen Prod 1 Helm. Besser als nichts. Haben wir auch noch einen Prodge-Prod-Teil. So, ich weiß nicht. Also das Fire Aspect kann schon, denke ich mal, ganz gut praktisch sein. Logischerweise, dass ein Fire Aspect praktisch sein kann, wusste ich bestimmt vorher nicht. So, das werden wir nicht mehr brauchen. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. So, 6 Spielerleben. Wir sind, sage ich mal, schon mal relativ weit gekommen, obwohl wir am Anfang absolut gefailt haben. Und ich erstmal vergessen habe, dass wir uns ein Holzschwert machen müssen. Jetzt ist auch einer geliefert. Könnte sein, dass die eine Person von uns keinen Gegner haben wird. Ich hoffe mal, das könnten wir sein. Wäre sehr praktisch, aber wir haben einen Gegner. Aber hier ist leider das Problem, hier ist viel Wasser auf der Map. Das heißt, wir haben nicht so einen großen Vorteil mit unserem Fire Aspect. So, ich gehe mal ganz kurz in den Fight hinein. Dann haue ich auch wieder ab, weil er brennt. Dadurch hat er jetzt erstmal ein paar Herzen verloren. Im Wasser, schön Bowspam. So, den haben wir. Sehr gut. Können wir uns jetzt erstmal mit 8 Leveln ein Sharp 3 und ein Power 3 machen. Ah ne, das kostet wegen dem Fire Aspect jetzt ein bisschen mehr. Alright, dann können wir uns erstmal noch ein bisschen weiter auf die Rüstung konzentrieren. Prod 2 Helm. Prod 2 Chestplate. Prod 2 Hose. Der hatte richtig Stacked Armor. Sehr, sehr geil. Alright, hier liegen auch noch ein paar Überraschungen. Sehr, sehr gut. Wir haben keinen Gegner bekommen. Das bedeutet, wir können uns jetzt erstmal ganz kurz eine Rod machen. Das ist nämlich auch ganz praktisch. Bin ja Mr. Rod. Kennt man ja. Ich brauche Zeit. Ich will nur Zeit haben, Alter. Ich will nur ein bisschen Zeit. Wir können uns jetzt nämlich nochmal ein bisschen besseren Stuff machen. Prod 2, Prod 2, Prod 2. Machen wir uns mal Prod 3 Schuhe. Half-Prod 3 könnte mir auf jeden Fall sein. Gefällt mir. Und spielen nebenbei nochmal richtig viel Kohi. So, Half-Prod 3, Sharp 2. Ah, wir haben ja gar keinen Sharp 3 gemacht. Achso, da fehlen uns ja die Level auch dafür. So, als erstes holen wir uns hier auch noch Speed raus.
Und es ist auf jeden Fall ein Deutscher. Interessant. Alright, da habe ich ja schon richtig Bock drauf, wenn er schon so anfängt. Also, der tut aber auch so gerade, als wenn er Varo-Finale spielt. Also, was macht der denn für komische Taktiken jetzt hier? WTF, was macht der? Gräbt er sich jetzt ernsthaft ein? Also, ich habe ja mit allem gerechnet, aber jetzt nicht mit so einem Gegner, der jetzt so spielt, ne, also. Das Gute ist, unser Holzschwert hat noch relativ viel Durability. Ich hatte schon Fights im Finale, dass mir das Ding einfach kaputt gegangen ist. Willst du einen fairen Fight haben? Ja, du kannst gerne auch mit einem Holzschwert spielen, Digi. Wenn der wüsste, dass ich nur ein Holzschwert habe, der denkt auch, warum spielt er denn so? Ich habe halt keine Spitzhacke mehr. Du spamst L. Also das ist ja wohl... Also ich weiß nicht, er hat es noch nicht mitbekommen, dass ich mit dem Holzschwert fighte. Und ich möchte ihm das eigentlich auch nicht sagen, weil dann... Ich finde das rechtfertigt schon so ein bisschen, dass ich Bowspammen darf, wenn ich nur ein Holzschwert habe. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Klar spiele ich eklig, mit dem Bogen sehr viel, aber ich habe nur ein Holzschwert. Was ist das? Junge, wo ist der? Der ist an anderem Planeten. Bruder, er kommt gleich. Er gräbt sich rüber zu UAC dann, glaube ich. Meint ihr, der kennt mich, wenn er heißt, ich ist ja super dich? Ich bin jetzt hier gerade in der Versammlung. Bowspam nicht mit einer Wood Sword Challenge rechtfertigen. Ja, Leute, wir verhandeln das hier ganz entspannt. Das ist rein politisch. Nee. Also, ich frage mich, was bei dem Jungen falsch ist, ne? Ja, bau dir mal deine Burg. Wow, das war so eine Geburt. Aber wir haben es geschafft. Toll, ne? War ja richtig toll. Ich habe am Anfang der Runde vergessen, dass ich eine Woodsword Challenge mache. Versuche erstmal mein Eisenschwert zu enchanten. Dann habe ich im letzten Fight den wirklich absolut angenehmsten Gegner ever. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Nee, ja doch, heute beim Livestream oder morgen beim... Übermorgen beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, haut rein und...